Also, meine Freunde, willkommen zurück. Ich glaube, ich habe es gelöst. Und zwar... GGG. Habe ich mit der Kanone aus der hohen Position auf das Tor geschossen. Zack, genau. Und dadurch hat sich das Tor geöffnet und wir können ein weiteres Portal nutzen, was da hinten ist. Ja, die Kisten sind scheinbar nur optional, aber trotzdem nicht unwichtig, weil, ja gut, eine Phönixfeder ist natürlich auch wichtig. Ja, Phönix ist natürlich der Vogel, der aus seiner eigenen Asche neu geboren wird, der verbrannt wird und aus der Asche neu geboren wird. Daedalus Plane, ein weiterer wertvoller Pilz und unser vorletztes ja, Sammelobjekt. Immer noch zwei. Okay. Der aus Pläne. Bewältigen Sie diesen Schwierigkeitsgrad. Ermöglicht unbegrenzt Verwendung von Gegenständen. Also das heißt, unsere Gegenstandsleiste wird unbegrenzt sein. Und wir werden jetzt da... Entschuldige mich mal kurz eine Sekunde. Ich will etwas nachgucken. Eine Sekunde, meine Freunde, eine Sekunde. Ja, ich blätter jetzt in einem Buch, in einem handgeschriebenen. Aha, na gut, wir werden sehen. Was das letzte ist. Also wir haben, nee, so lang, noch nichts verpasst. Wir haben alle gefunden, aber es fehlen trotzdem noch zwei. Das heißt, es gibt noch irgendein... Ah, ich glaube, ich weiß, was da noch fehlt. Doch, doch, ich glaube, ich weiß. Ja, hier geht es jetzt weiter. Aha, und wir aber gegen die Laufrichtung gehen. Eine weitere große Truhe mit einem weiteren Minotaurushorn, okay. Also noch eins, dann dürfte diese Reihe schon mal vollständig sein. Erfahrung, 4000 haben wir schon wieder. Mal gucken... Ob wir damit schon mal was anfangen können, wieder. Ja, ich glaube... Nee, Löwen kosten 5. Wir machen die Klinge um eine höher. Jetzt haben wir strenges Urteil. Verlängert Dauer der... Selbst... Triade und Aufstiegs. Okay. Ich wollte noch mal kurz. Nein. Noch mal kurz was gucken. Und zwar war da noch eine. Für. Wärmestiefel, genau. Wärmesprint. Wärmeshast. L2 und X. Ah, jetzt kann man hier so einen Sprint aufladen, verstehe. Hier haben wir eine Statue. Die hält da was in der Hand. Aha. Gucken hier. Ja, ihr werdet, glaube ich, kriegen gleich das letzte Sammelobjekt. Die letzten Sheets gleich. Wenn wir hier jemanden treffen, den wir schon kennen, den wir schon mal getroffen haben. Was jetzt kommt, eine Rätselpassage, meine Freunde, die ist wirklich, ach, ist ein Krug, der zählt einen umgekehrten Krug. Da ist ein Speicherpunkt. Ja, das ist hier so eine Art kleines Labyrinth. Durch das wir uns durcharbeiten müssen. Ja, es regnete in der Stadt.
Der Regen war stark genug, um allen Abschaum wegzuspülen. Eins. Ach so, mit der Seuche, ja. Und zwar... Jawohl, es ist Hera. Ja, auch Götter können scheinbar sturzbetrunken werden. Und sie schmeißt ihren Kelch weg. Ja, sie ist natürlich verzweifelt und so weiter, kann man verstehen. Er sollte dich töten. Ich wollte schon am Tage deiner Geburt, dass er dich tötet. Aber er hat sich geweigert. Mein törichter Gemahl hatte Mitleid. Und nun sieh, was du angerichtet hast. Sieh doch nur. Sieh her. Sie sterben wegen dir. Alles und jeder stirbt wegen dir. Ja. Die Ozeane verschlingen das Land. Krankheit befällt, was noch bleibt. Ich tue, was ich kann, um sie am Leben zu erhalten. Doch du... Selbstsüchtiger Mord an den Göttern ist Grund für all das. Ja. Glaubst du, dieser Garten ist schutzlos? Deine rohe Vermutlich Kraft nicht. Zu viel sein für Herkules. Ja. Dein einfältiger Geist wird nie den Ausweg finden. Doch werden wir. Ich werde mit Freude zusehen, wie du hier stirbst. Als alter Mann. Ja. Und zwar wird hier jetzt den Becher hingeschmissen. Den kriegen wir automatisch, weil wir den brauchen. Das heißt, den Becher nicht, aber den Edelstein, den ihr hier gesehen habt, den werden wir brauchen. Den da. Heras Becher, Heras Kelch. Unbezahlbar, jop. Und der ist die letzte, der letzte Sheet, wenn man so will. Der eine Ding ist noch frei. Sorgt für eine langsame Abnahme der des Gesundheitsbalks mit der Zeit. Ohne dass er komplett leer wird. Ja. Will heißen, macht das Spiel etwas schwerer, wenn man den benutzt. Mal kurz speichern. Ja, der ist Raum, wie gesagt. Man muss die Plattform nach oben fahren und diese Balliste auf dieses Gittertor richten. Wenn man darauf schießt, dann öffnet sich das Tor. Dann kann man halt... Energie, Erfahrung, schöne Erfahrung. Ja, wir wollen mal gucken, was diese tollen Klingen hier können. Okay. Aha. So. Wieder 5000. Wir werden mal eine weitere Auflevelung machen, nicht wahr, meine Freunde? Dafür haben wir die Seelen ja. Wir nehmen jetzt die hier. Dauer der Selbst. Doch immer Triade und Aufstiegs und so weiter. Nemesis Zorn R2. Stufe 2. Der Zauber ist jetzt stärker. Brechender Schlag. Aha. Ja, wir können jetzt zum Ausweichen. Hier sitzt eine Frau. So, ja, jetzt ist unsere Aufgabe natürlich... das Labyrinth zu erkunden und zu durchqueren, weil wir haben ja die
Tür am anderen Ende gesehen. Die müssen wir jetzt erreichen. Aha. Ah, hier ist so ein Hammertyp. Ja, wir werden mal die stärkeren Waffen ausrüsten gegen so einen starken Typ. Wir wollen ja nicht, dass er uns tötet, nicht wahr? Tut uns schon mal nicht mehr weh. Hier noch irgendwo was. Hier sind ein paar Gegner. Ja, inzwischen bei Maximalstufe sind die Klingen wirklich schon eine schöne starke Waffe. Seite verriegelt. Ja. Hier seht ihr so eine komische Platten auf der Erde liegen. Werden wir gleich noch erfahren, was das damit auf sich hat. Okay. Im Moment sind so Platten auf der Erde, aber ihr werdet sehen, dass es da noch etwas mehr auf sich hat. Ja, irgendwas. Noch ein bisschen Erfahrung wollen wir natürlich nicht liegen lassen. Ja, wir werden mal sehen, ob wir tatsächlich genug Erfahrung sammeln können, um die alles komplett aufzuleveln. Ja, wie gesagt, im Moment ist es nur wie so eine Art Steg oder so, der hier lang geht. Aber das ist noch durchaus mehr. Wir werden gleich sehen. Aha. Ein neuer Gegner. Ich glaube, ein Satyr oder so ähnlich heißt das Vieh. Gab es auch schon in früheren Teilen. Durchaus ein extrem nerviger Gegner. Und so zweit erst recht. Ich bin ja fast tot schon wieder. Mann, würdet ihr mal bitte sterben? Oh, das gibt's nicht, ey. Ich schlag mich eiskalt ab. Und ich hatte so viel Energie. Gibt's gar nicht. Ja, die sind wirklich schissene Gegner, muss man ehrlich mal sagen. Einen neuen Versuch. Hat mir die Kiste denn jetzt geholt? Ich hoffe mal. Warte mal. Wenn da immer gleich zwei von solchen Gegnern kommen, ist natürlich auch ein bisschen nervig. Ja, wir haben sie geholt. Gut. Ja, die waren, kamen auch im ersten Teil zum Beispiel vor. Da habe ich auch wie die Pest gehasst, weil sie wieder recht schnell sind und sehr starke Angriffe drauf haben und so weiter. Man nicht viel gegen die tun kann. Oh, das gibt's nicht, ey. Und guck mal, was die für einen Schaden machen, ja. Mit ihren scheiß verfluchten Angriffen, ey. Wenn ich mich da dreimal, viermal treffe, bin ich tot, ey. Ja, blocken tut so unart natürlich. Mann, ey. Hallo. Natürlich kann ich gegen die aussehen, die sind zu stark. Man kann...
Natürlich. Der kann so lange fliegen, bis er mich trotzdem trifft. Oh, das gibt's doch nicht. Die sind unbesiegbar. Was soll denn der Scheiß? Jetzt muss ich immer von hier aus anfangen. Verdammt nochmal. Was soll ich denn machen? Wie so stark, dass ich sie durch nichts besiegen kann, ey. Ja, jetzt fangen die auch noch so an hier. Ja, gerade sage ich noch, die Klingen sind schön stark, aber ja, wenn natürlich extreme Gegner kommen, die alt einstecken, was will man machen, nicht wahr? Weil selbst gegen die Rase sind die relativ immun, ey. Ja, der fällt um, aber er steht ja locker wie unten. Ja, natürlich, wenn sie alles ablocken, was würden wir denn machen gegen so einen scheiß Gegner, ne? Ja, ist richtig. Ja, der erste ist weg, der erste ist weg. Ja, Kratos nochmal. Manchmal zweifle ich an Kratos. Der kämpft irgendwo. Irgendwo hin, King. Ja. Würdest du mal endlich verrecken? Jawohl, wow. Freunde, was für eine Gegner. Können wir den auch machen? Nee. Dann müssen wir aber hoffen, dass da gleich nochmal eine Truhe irgendwo steht. Was für eine Gegner, meine Freunde, ey. Richtig viel können die einstecken. Trotz meiner starken Klingen und alles. Ah ja, hier ist eine Truhe, sehr schön. Gott sei Dank. Können wir hier mit dem Bogen? Nee. Hier hinten in der Ecke. Aha. Ja, immer schön die Ecken im Auge behalten, meine Freunde. Du komm, nimm die Scheißkiste. Sehr schön. Ich wusste gar nicht, wie das hier auf Way of No Return gibt. Ja, hier haben wir noch mal mehr. Aha, seht ihr? Kaum Hinweis, aber hier ist noch ein Gorgonenauge, sehr schön. Damit dürfen wir uns jetzt noch 5 Stück fehlen. Schon haben wir wieder 3,5, 4.300 Erfahrung. Hier noch irgendwas? Nee. Hier eine Magie auffüllen, kann auch nicht schaden. Hier noch eine Truhe zufällig? Nee. Gehen wir hier mal weiter. Ja, aber ich denke... Okay, ist der Weg schon wieder zu. Hier. Gucken wir mal. Boden ist mit Text geschmückt. Wer den Stein des Hyperion besitzt, kann die wahren Wege der Götter erfahren. Schauen Sie in den Stein und erblicken Sie die Wahrheit. Und das heißt, da oben in Ihren Augen leuchtet jetzt was. Wir haben jetzt den Stein, der im Becher eingefasst war. Und seht...
Was vorhin nur ein Arschsteg war, ist plötzlich und unerwartet eine Treppe. Aber dazu, das gucken wir uns im nächsten Teil an. Nächsten Part, meine Freunde. Jetzt gucken wir mal. Nee. Hier fehlt noch, was fehlt denn hier noch? Oh, naja, ist egal, wir werden schon noch rausfinden, was das noch sein könnte, was hier noch fehlt. Ja, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Hier werden wir den Part, weil ich jetzt auch nicht unbedingt weiß, wo hier der nächste Speicherpunkt ist und so weiter. Und jetzt kommt ja eben das Perspektivenrätsel ins Spiel, wie ihr seht. Nochmal gegen. Der Effekt ist verschwunden, ja. Ihr seht, kann man halt, indem man diese hier auch geschlossen, herrlich. Aktiviert, hat man halt eine andere Perspektive, damit sieht halt einiges anders aus. Ist hier noch irgendwas? Hier am Vogel sieht doch hier so aus. Nee. Ich glaube, die Tür kann man auch nur von der anderen Seite so öffnen. Naja, jedenfalls bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin Andy.